Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir wirklich große Mühe mit dem Setting gegeben, weil es ist ja ein sehr enger kleiner Raum, das Badezimmer, wie ihr euch denken könnt. Und das ist sehr schwierig mit dem Ausleuchten und dem Positionieren der Kamera. Sie steht sehr instabil hinter mir. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich dachte, das ist so für uns ganz praktisch. Auf die Art seht ihr auch hinten, was so passiert. Und ich sehe auch hinten und vorne alles. Und ja, wir versuchen das einfach mal. Heute geht es mal wieder um meine Haare, wie schon so oft. Und das ist schon eines der etwas größeren Experimente, was ich heute wagen will. Und deswegen wollte ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte auf YouTube ein Video entdeckt mit einer Anleitung für ein selbstgemachtes Balayage, für zu Hause sozusagen. Und ich war völlig baff, als ich das gesehen habe und dachte, kann das wirklich funktionieren? Und das möchte ich heute herausfinden. Der teuflische Plan dahinter ist natürlich die Vermeidung eines Ansatzes. Wer mich länger verfolgt und mich kennt, weiß, dass ich demnächst für einige Zeit aufs Land fahre, wo dann nichts mehr mit Haare färben und ähnlichem ist. Das heißt, ich brauche eine Farbe oder eine Frisur, mit der ich, ohne damit was machen zu müssen, ansatzfrei durch diese Zeit komme. Für alle, die mich nicht verfolgen und meine Haarhistorie nicht kennen, ganz kurz so viel. Meine natürliche Haarfarbe ist das hier. Meine Lieblingshaarfarbe ist allerdings das hier. Aber um auf diesen Haarton zu kommen, muss ich zum einen erstmal mein komplettes Haar stark blondieren, anschließend rot färben und dann anschließend noch blonde Strähnchen machen, um diesen Rotton zu erreichen. Und wie ihr euch denken könnt, dauert das keine 2, maximal 3 Wochen, dann ist ein dicker, fetter Ansatz da. Bei dunkelbraunem Haar ist das ja kein Wunder, weil ich um einige Nuancen aufgehellt habe. Da ich mich aber von meinem Rot überhaupt nicht trennen möchte, gleichzeitig aber eben auch nicht ständig meine armen Haare blondieren möchte, wollte ich das jetzt mal versuchen, mit dem Balayage zu lösen. Was das genau bedeutet, ist folgendes. Ich habe ein dunkles Braun gekauft. Das ist wie immer die Marke Sanotint bei mir, weil die noch relativ natürlich ist und nicht ganz so böse wie die Chemiefarben aus der Drogerie. Ich habe das Ganze in einem Naturbraun gekauft, ist die Nummer 73, verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Ich verlinke euch auch das Video, was mich auf diese Idee gebracht hat, noch in der Infobox auf jeden Fall. Mit dieser dunklen Farbe möchte ich jetzt also meinen Ansatz kaschieren. Momentan ist der noch nicht so richtig schlimm. Ich habe gerade vor 2 Tagen rot drüber gefärbt, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man doch schon wieder, dass hier bald, sehr bald, ein dunkler Strich erscheinen wird. Das geht natürlich super schnell, wenn man dunkelbraunes Haar hat. Der Trick wird nun sein, dass wir nicht einfach Strähnchen machen oder irgendwie drüber färben und auch nicht irgendwie uns einzelne Sachen daraus pflücken, sondern dass wir in senkrechten Partitionen sozusagen die braune Farbe auf den Ansatz geben. Und zwar vorne etwas weniger bzw. kürzere Strecken und nach hinten hin immer länger, also praktisch hinten mittig spitz zulaufend längere Partien. Das Ganze aber eben vertikal. Also das heißt, es wird nirgendwo etwas von oben drauf gefärbt oder irgendwie mitten reingesetzt, sondern es wird praktisch gefächert hier innen drin am Ansatz gearbeitet und das eben einmal rundherum. So viel zur Theorie. Ich bin sehr gespannt, ob das klappen wird. Das Rot, so wie es jetzt ist, wird so auch nicht bleiben. Das dauert auf blondiertem Haar keine Woche. Dann wird das sehr, sehr viel heller. Aber davon, ja, wusste ich ja. Gut, ich würde sagen, wir fangen dann einfach an und ich nehme euch todesmutig mit, wünscht mir Glück. So, ein bisschen Sorgen mache ich mir um meine Ponypartie, denn die ist eigentlich beim Balayage nicht wirklich eingeplant. Ich weiß noch nicht, wie das am Ende wird, im Optimalfall eben auch so abgesetzt, aber okay, der allererste Schritt ist ein sehr exakter Mittelscheitel. Sehr exakt ist jetzt hier auch eher frei interpretiert. Hinten gerade runter, mittig vorne. Gut, dann werde ich jetzt die Farbe anmischen und dann muss es relativ zügig losgehen. Was ich machen werde, das sage ich jetzt direkt nochmal im Vorfeld, weil wenn die Farbe erstmal angemischt ist, versuche ich einfach zügig durchzuarbeiten. Also, was passieren wird, ist, dass wir uns theoretisch hier immer ganz gerade Sektionen abteilen werden. Da ich jetzt hier einen Pony habe, ist das erstmal die erste Hürde. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Klammern wir den mal aus. Wenn wir jetzt ab hier starten, wäre zum Beispiel eine Sektion so. Das wäre also eine senkrechte Partie. Und dann würden wir im Prinzip hier und dort die Farbe verteilen.
vom Ansatz her stärker, nach unten hin etwas weniger. Und dann würde die nächste Partie folgen. Und so geht es einmal um den Kopf rum, bis hinten durch. Nur, dass wir eben nach hinten hin immer längere Strähnen nehmen. Das Ganze soll ja auch noch ein bisschen auswachsen können. Also ich versuche mich irgendwo in Ohrhöhe zu orientieren. Und das ist der Plan. Was ich eben noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir zuallererst die Ansatzpartie einmal einschmieren. Das finde ich auch mega riskant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist, da direkt die längste Einwirkzeit direkt am Ansatz zu haben. Aber gut, ich halte mich hier penibel mal an die Vorgaben, denn das schien ja gut funktioniert zu haben. Und dann geht es jetzt auch direkt los. Also zuallererst werde ich, wie gesagt, direkt am Ansatz einmal etwas Farbe auftragen, und zwar bis hinten in den Nacken rein. Einfach erstmal Grundierung sozusagen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Das bin ich sonst immer nicht bei solchen Aktionen, aber in diesem Fall schon. Und das heißt schon was. Ich werde auch hier versuchen, direkt am Ansatz etwas stärker vorzugehen, also etwas mehr Farbe zu benutzen und dann beim Ausstreichen sozusagen leichter, weniger, damit auch da schon kein harter Balken gleich entsteht. Das Makabere ist ja, dass ich gerade vor 2 Tagen rot gefärbt habe, um da jetzt schön wieder mit dem Braun drüber zu gehen. Ihr seht, das wird auch ruckzuck dunkel. Weiter geht's. Also jetzt kommt die schlimmste Stelle, wie gesagt, mein Pony. Ganz ehrlich, da wird mir ganz anders bei. Das muss hier ganz, ganz zaghaft ablaufen, würde ich sagen. Ganz zaghaft. Oh, so viel dazu. Gut, also immer schön senkrecht bleiben, lautet die Devise. Ich versuche mich mal daran zu halten. Ihr seht, ich gehe immer direkt an den Ansatz mit ordentlich Farbe und dann so ein bisschen auslaufend nach rechts und links. So Leute, ich hoffe, ich bin die ganze Zeit scharf. Ich kann das jetzt wirklich nicht überprüfen. Schon passiert. Ich glaube, es ist auch relativ schwierig, immer senkrecht zu bleiben, weil senkrecht definiert man wahrscheinlich auch je nach Blickwinkel anders. Zu feige darf ich auch nicht vorgehen. Sonst haben wir ja keinen richtigen Fade. So, jetzt werde ich schon total schräg. Ich muss jetzt also mal aufpassen, dass ich jetzt hier auch senkrecht bleibe. Oh, Mist, schon wieder einen Schritt vergessen. Ha, gerade noch gerettet. Und zwar soll man auch die Haaransätze direkt als erstes machen. Oh, da habe ich jetzt aber fast verbockt. Also ich lege mir das hier nochmal eben um und gehe direkt an den Haaransatz. Also Sinn und Zweck ist ja, dass praktisch alles, was am Kopf ist, also alles, was unten unter den Haaren ist, also ja, die auch sonst immer etwas dunkler sind, ja von Natur aus schon, das soll alles dunkel sein. So, hier müsste ich jetzt schon langsam etwas tiefer gehen. Versuche das mal ganz vorsichtig. Oh, schrecklich. Spiegelverkehrt denken war ja auch noch nie meine Stärke, gebe ich zu. Also ich denke, alles in allem bin ich vielleicht nicht mutig genug in der Länge gewesen oder gerade richtig, schwer zu sagen. Ich habe Angst, dass es doch ein bisschen lustlos im Übergang sein könnte. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu feige. Ich glaube, das nochmal zu retten ist dann auch schwierig. Aber im Ganzen ist jetzt diese rechte Seite fertig. Ich bin ja schon etwas nervös jetzt. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und jetzt legen wir auch direkt los mit der linken Seite. Ich
Wie immer ist zwischendurch die Kamera ausgegangen. Die macht ja ab einem gewissen Zeitfenster einfach dicht. Und wenn man das dann nicht merkt, wenn man hier zugange ist, schaltet die sich irgendwann ganz ab. Das ist momentan der Status. Ich drehe mich auch nochmal um. Hinten sieht es richtig schön lecker aus. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also ich habe versucht, es auf beiden Seiten so gleichmäßig es geht zu machen. Wir werden sehen, wie das Ergebnis ist. Ich lasse das hier jetzt noch 20 Minuten einwirken. Ich habe es nämlich relativ lange ja schon für das Auftragen gebraucht, also dürfte es jetzt nicht mehr so ewig dauern. Und nach dem Auswaschen sehen wir uns dann wieder. Okay, also im nassen Zustand sind weder Fehler noch Erfolge messbar. Ich werde das jetzt mit ein paar Produkten behandeln und trocknen. Wer wie ich seinen Haaren öfter mal nicht viel Gutes tut, sondern eher solche Dinge antut, dem empfehle ich ganz, ganz stark dieses Produkt hier. Das ist das, glaube ich, einzige High-End-Produkt, was ich benutze, was ich besitze. Es kostet knapp 30 Euro, so eine Tube. Es ist eine Spülung von Kerastase. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, also ich mochte ihn erst überhaupt nicht und liebe ihn inzwischen. Ich kann gar nicht mehr ohne. Das ist eine Produktlinie von denen, die ohne künstliche, also hier Silikone etc. ist. Ich kann nicht mehr ohne. Es ist die ultimative Spülung für mich. Die Haare sind seidenweich danach. Also man merkt es beim Benutzen, man merkt es beim Trocknen immer überall. Egal welche Frisur, ob geglättetes Haar oder Locken, wird danach schöner. Kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Das Einzige, was ich jetzt noch in das Haar machen werde, bevor ich style, ist das hier. Kein High-End-Produkt, aber auch mein absoluter Liebling, habe ich lange nachgesucht. Und zwar bin ich kein Fan von Hitzeschutzmitteln, die man so sprühen kann. Ich finde, die verkleben das Haar und machen das auch so hart irgendwie, finde ich. Zumindest die ich bisher getestet habe. Das hier ist jetzt ein Öl, das ich dummerweise in der Kamera nicht scharf stellen will. Ich habe es versucht. Ja, das Vorteilhafte daran ist halt, dass es ein Öl ist, also sehr pflegend, kann man sich vorstellen. Das gibt man einfach ins Haar. Leute mit feineren Haaren sollten da nicht zu viel von nehmen. Ich habe so viele Haare. Ich bedanke mich nochmal an Papa. Danke. Dass ich persönlich keine fettigen Haare bekomme oder keine fettig aussehenden Haare, wenn ich davon etwas mehr benutze. Natürlich benutze ich es trotzdem auch nur in den Längen. Und dann kann das mit getrocknet werden und ist der Hitzeschutz dann auch gleichzeitig. Und weil man Balayage nur in einem Zustand genau testen kann, beziehungsweise sehen kann, ob es das Ergebnis ist, was man sich denn erhofft hatte, müssen wir uns jetzt Locken machen. Zumindest oder Wellen, leichte Wellen machen. Das ist der einzige Weg, um sicher zu gehen, dass das alles gut geklappt hat. Denn in geradem Zustand ist Balayage zwar auch nett, aber nicht so spannend wie mit gewellten Haaren. Okay, positive und durchaus erstaunte Zwischenanmerkung. Ihr seht, der Pony, wo ich ja wirklich sehr große Angst vor harten Kanten hatte, ist völlig in Ordnung. Also da ist jetzt nichts Schreckliches passiert. Auch erstaunlich, es sind keine harten Kanten. Also ich weiß nicht, wenn wir uns doch mal umdrehen. Also es ist alles fließende Übergänge. Auch so gerade am Ansatz, wo ich ja wirklich dachte, hier schön hart drüber gepinselt obendrauf. Keine harten Kanten, keine Flecken, nichts. Also es ist ein fließender Übergang. Gut, ich mache jetzt ein paar Locken. Noch ist das hier ja alles recht naturbelassen. Und dann, ja, Ergebnis. Toll, jetzt habe ich eben aus Versehen den Ton nicht mit aufgezeichnet. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm für euch gewesen. Mein Lockenstab ist übrigens einer von Remington, einer von diesen konisch geformten, nicht komisch, sondern konisch geformten. Verbrennungsgefahr hoch 10, aber macht schöne Locken. Okay, Erfolg, Erfolg würde ich sagen. Es ist erstaunlich. Ich weiß wirklich, also ich verstehe nicht, wie das nicht schief gehen kann. Das ist krass. Ja, also ihr habt ja eben schon im offenen Zustand gesehen, dass keine schrecklichen Fehler oder so geschehen sind, was ich auch gar nicht nachvollziehen kann. Aber jetzt zum eigentlich Wichtigen. Zum einen seht ihr ja hier im Ansatzbereich, es ist wirklich gelungen geworden. Das gefällt mir richtig gut. Also der Übergang ist total fließend und schön und sanft und genau das, was ich wollte. Also so völlig kaschiert. Wunderschön. Und es sollte ja nun auch, wenn es einfach rauswächst, dann praktisch gar nicht auffallen, dass da irgendwas wächst. Nochmal zur Seitenansicht. Ich hoffe, die Kamera bleibt scharf. Auch hier sieht man jetzt sehr gut, dass hier diese dunklen Stellen durchschimmern. Auch hier hinten im Nacken natürlich.
Das finde ich total fantastisch. Also das sind ja immer diese Styles, die man auch bei den Stars sieht. Dieses Abgesetzte, das ist so toll. Ich finde das fantastisch, dass man das in 20 Minuten selbst machen kann. Und auch hinten, in der Hoffnung, dass jetzt alles scharf bleibt, wunderbar. Also durch die Wellen sieht man jetzt so ein bisschen, finde ich, die Struktur. Also ich finde, dadurch sieht man es einfach immer besser, weil es dann nicht so glatt runterfällt. Dunkle Bereiche scheinen durch, auch hier der Ansatz, richtig schön. Alles total, ja, so facettenreich, einfach total super verblendet. Ich bin wirklich super zufrieden mit dem Ergebnis, ich kann nicht meckern. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, Experiment Balayage hat super funktioniert. Ich kann diese Methode also nun guten Gewissens empfehlen. Leider ist jetzt heute schon der Tag etwas fortgeschritten, deswegen ist das Licht hier nicht so pralle. Wenn mich sowieso verfolgt wird im nächsten Vlog, dann sehe ich, wie es so im Alltag aussieht, im echten Licht. Ansonsten wird es jetzt natürlich wirklich spannend zu sehen, was denn nun passiert, wenn die Haare wachsen. Aber da an jeder Ansatzstelle auf meinem Kopf dunkelbraune Farbe ist, kann kein Ansatz entstehen eigentlich. Ich finde das wirklich, also ich verstehe das Prinzip schon, aber ich verstehe nicht, dass man das selbst hinkriegt, ohne es zu verbocken. Ich bin wirklich sehr zufrieden und sehr glücklich. Und wie gesagt, alles, was im Video verwendet oder irgendwie gefunden wurde, also das Originalvideo, wo ich diese Anleitung her habe, auch meine Farben, die ich benutze, auch für das Rot, falls das einen interessiert, schmeiße ich alles in die Infobox und auch die Spülung, die ich euch empfohlen hatte und das Öl, also ja. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, tut euch keinen Zwang an. Ihr seht, es ist idiotensicher. Ja, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich nehme euch sonst nicht so extrem mit ins Badezimmer, weil ich immer Schwierigkeiten habe, das mit der Farbe alles hinzukriegen und gleichzeitig die Kamera im Blick zu haben. Aber ich finde, es hat ganz gut geklappt. Und wie gesagt, das Ergebnis ist ja fantastisch. Ich blende es euch vor der Endcut nochmal im Detail ein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut!